Ciao aus Bella Italia. Das sechste Rennwochenende der Saison ist fast abgehakt. Eine Sache haben wir noch offen, und zwar den Wrap-Up, den traditionellen Wrap-Up. Jonas, ich habe mir heute dich als Special Guest geschnappt, weil unsere Experten ja schon alle über den Berg sind, hoffentlich schon auf der Heimreise. Deswegen. Oh Gott. Ich glaube, du weißt noch nicht so ganz, was dich erwartet. Nein, aber nicht wirklich. Ich habe meinen Kopf voll mit anderen Sachen, aber jetzt bin ich gespannt, was kommt. Das glaube ich dir. Aber ich frage dich mal grundsätzlich, wie war das Wochenende für dich? Fangen wir mal so an. Kurz zusammengefasst schwierig, aber lehrreich, und ja, ich habe es auf alle Fälle genossen, auch wenn der heutige Tag ja, performancemäßig nicht das Beste war, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber gut, wir haben viele Informationen wieder und wir haben jetzt schon einiges an Plan aufgestellt, sage ich mal, dass wir uns in gewissen Dingen verbessern können. Alles klar, und jetzt legen wir los mit dem Wrap-Up. Das ist ganz kurz zusammengefasst. Wir haben drei Kategorien. Ich nenne dir die Kategorie und du sagst einfach deine Impressionen dazu. Also wir fangen zum Beispiel an mit, es gab an diesem Wochenende einen Top-Speed-Rekord, einen neuen, von Brad Binder, 366,1. Was sagst du dazu? Ist das noch, kann man das noch so gut einschätzen oder ist das schon echt beängstigend? Es ist krass, aber ich muss sagen, Es kommt mir gar nicht so, also gut, ich bin jetzt nicht 366 gefahren, ich glaube, wir haben ein bisschen über 350 gehabt, 355 glaube ich, wenn es gut hinkommt. Aber es kommt relativ, ich meine, ob es jetzt 340 waren oder 335, wie ich mit DMA gehabt habe, oder 355, das macht dann keinen großen Unterschied mehr. Es ist so oder so schon höllisch schnell, aber 366 ist echt krass. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lang, dann knackt man die 370 irgendwann. Ja, das stimmt. Also das ist irgendwo für uns ja unvorstellbar, aber ihr seid da ja hart im Nehmen. Ja. Gut, das war auch schon die erste Karte. So, die zweite Kategorie ist italienische Tifosi oder der deutsche Ankerberg. Schon als kleines Teasing für nächste Woche. Was ist dir lieber, die italienischen Fans oder freust du dich schon richtig auf die Action am Ankerberg? Ja, da muss ich jetzt Ankerberg sagen, oder? Eigentlich schon. Ja, nein, es ist ja so. Es ist wirklich, ich als deutscher Fahrer natürlich sag Ankerberg, weil da natürlich die ganzen deutschen Fans sind und weil ich einfach weiß, wie es ist. Nicht am Ankerberg, aber am Sachsenring und von den ganzen Fans angefeuert zu werden. Und die Atmosphäre ist besonders für mich oder für uns Deutsche dann natürlich absoluter Höhepunkt. Genauso wie jetzt für einen Italiener wahrscheinlich hier in Mugello das der Höhepunkt ist. Wahrscheinlich diese Woche, also an diesem Rennwochenende war auch ein bisschen mehr los hier in Mugello als wie letztes Jahr. Genau, letztes Jahr war ich nicht vor Ort, aber wahrscheinlich am Fernseher beobachtet, dass das ein bisschen mau war. So, und dann bleiben wir gleich am Sachsenring. Und zwar, ich glaube, ich weiß, was kommt, aber deine schönste Erinnerung an den Heim Grand Prix. Das ist einfach. Das ist 2017, mein zweiter Platz, definitiv. Und das wird sich ja so schnell nicht ändern. Außer es passiert irgendwann ein Wunder nochmal die nächsten Jahre. Aber nee, 2017 war absoluter Höhepunkt und werde ich nie vergessen, ist bleibt für immer in meinem Gedächtnis und in meinen Erinnerungen und bringt natürlich tolle Emotionen wieder in mir hervor. Und natürlich muss ich jetzt die Frage stellen, nächste Woche ist eben nicht der Sachsenring. Weißt du denn schon, gibt es da von dir doch noch einen Einsatz oder Paul Comeback? Schaut eher schlecht aus, glaube ich. Ich bin auf alle Fälle vor Ort. Sonntag bin ich da und vielleicht komme ich auch schon Samstag und schaue mir das Ganze an vor Ort. Aber so wie es ausschaut momentan, fährt der Pol wieder am Sachsenring. Ich fahre Gunsheim auf alle Fälle, absolut. Der war jetzt lang genug außer Gefecht. Und er wäre eigentlich auch schon hier gefahren, in Mugello. Und dann haben die Ärzte doch noch im letzten Moment gesagt, dass er doch noch die eine Woche seinem Knochen die eine Woche Heilzeit noch geben, dass der Knochen noch ein bisschen dichter zusammenwächst. Aber für den Sachsenring schaut es nicht so gut aus. Aber ich bin vor Ort. Aber du wärst bereit, wenn es... Ich wäre bereit, natürlich. Sage ich nicht nein. Das glaube ich dir. Wir würden uns freuen. Natürlich freuen wir uns auch auf Pol, aber das eine Rennen könnte man noch mitnehmen. Aber dann sage ich, Jonas, das war eine gute Wrap-Up-Premiere. Danke dir und wir sehen uns dann nächste Woche. Genau, bis dann. Servus. Ciao. Servus TV on.
Die Video- und Streaming-Plattform.